damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Das. Was ich jetzt angefangen habe, wird natürlich dann weitergemacht. Shop besorgen und er hat halt den Schlüssel, weil er da zeitweise arbeitet. Denken, dass da immer ein bisschen Delay ist. Also wenn man den Knopf drückt, ist das nicht ganz sofort. Da muss dann das Timing richtig, aber wenn man das Timing halt rausbekommt, kann man immer genug zurücksteuern, dass sie nicht nah genug zu kommen, um selbst anzugreifen. Ich meine, mich noch erinnern zu können, dass sie dann später dann auch ein paar haben, die dann auch Reichweite haben mit ihren Angriffen zum Boss. Merkst du, die Macht hast, helfen uns wirklich. Und was von der Belohnung redet, natürlich, ich hatte es versprochen. Ich war früher mal ein Feuer.
halt Hoffnung für Rettung geben. Ja, das Telefonnetzwerk ist halt wieder gebrochen. Und das liegt daran, dass der Radioturm keine Energie hat. Wir wollen ihn wieder anschließen, dann können wir funktionieren. Ich habe sogar einen Punkt gut und das, ich habe auch einen Punkt hier mit mir. Vielleicht weiß der Professor M etwas. Es war die Bugtown. Weißt du, wie kannst du Professor M? Ja. Er hat mir Brandung gegeben. Das ist gut. Er ist halt vor Ort repariert werden. Ist bald, aber ich muss das übernehmen. Ich möchte auch wissen, ob es meiner Mutter und Freund mir gut geht. Wenn ich jetzt dann immer nur mal wieder einen Partner einschreuen, dann ab Fokus wissen, liegt natürlich weiterhin auf die Demon Story Cyber Sleuth. Aber da jetzt auch für meine, ich jetzt auch die letzten Aufnahmen für den Oktober dann mache, und zwar noch ein paar andere dann auch Spiele geben zum Reinschnuppern. Aber die sind dann wieder eine Überraschung. Könnt ihr euch dann darauf freuen? Ja, das hast du.
Ich glaube, hier wäre es interessanter gewesen, wenn Igelava auch von sich aus den zuerst angegriffen hätte, als der uns der gewirkt hätte. Weil natürlich hätte der es dann gemacht. Und nicht dann erst auf den Befehl gewartet. Hier gespeichert. Halt, ich könnte jetzt einen Trank benutzen, aber wenn man hier begrenzte Ressourcen hat, möchte ich auch mal versuchen, hier erstmal so durchzukommen. Thank you.
Ja, war es meine Schuld, dass er jetzt mutiert ist? Ich möchte einfach nur gehen. Schreiben wir Daten 2. Der steht aber nicht wieder auf. Und ich möchte nämlich lieber jetzt im Hauptquartier dann heilen. Weil den Trank kann man ja unterwegs nutzen und dafür würde ich den gar noch aufheben. Thank you.
welche über den Channel Center waren, dann müsst ihr jetzt das wiederholen. Okay, da habe ich vielleicht zwar ein bisschen Schaden erlitten, aber da der hier so eingeengt ist, konnte jetzt nicht von anderen Seiten kommen. Thank you.
Thank you.
Ich habe infektierte Pokémon gesehen, die man noch Attacken nutzen können. Die sind dann trotzdem gefährlich. Ob mit oder ohne Erinnerung. Wir werden vorsichtig sein, das verspreche ich. Weil wir nicht kämpfen können, wenn man nicht den Drehturm wieder aktiviert hätten. Vorsicht, Professor! Wie ist der eigentlich so plötzlich? Mitglied. Musste ich ihn wirklich töten? Das war falsch bei mir. Ich war so viel davon besessen, ihn zu töten. Er war ein Mensch. Lebender Mensch. Das war nicht ich. Was passiert? Ich muss meinen Gedanken in Ordnung bringen. Ich kann nicht jemand werden, der ich nicht sein möchte. Ich sollte nicht vergessen, wer ich bin, was mein größter Traum ist. Ich bin Ethan. Ich möchte ein Pokémon-Meister werden. Aber ist es überhaupt noch möglich in einer Welt wie diesen? Wird es immer so sein für den Rest der Zeit? Ich hoffe, es ist nicht so. Dann werde ich an dieser Stelle den Part beenden. Ich habe ja auch Spaß hier heute dann.